Wir befinden uns hier heute auf dem Sicherheitstag in Hohnems, wo die Blaulichtorganisationen ihr Können unter Beweis stellen. Bei mir ist Robert Franz, Kommandant der Ortsfeuerwehr Hohnems. Was können die Besucher heute hier erleben und sehen? Ja, also wir haben verschiedene Sachen inszeniert und aufgebaut. Neben Einsatzübungen von der Feuerwehr und der Rettung, der Bergrettung, ist der Such und da der von der Bergrettung im Anschluss gut noch da am Main-Trailer zum Einsatz. Denn da unten in der Werkhofhalle ist ein Sicherheitsparcours für die Kinder aufgebaut worden. Der Werkhof, das Wasserwerk, der Forststoff zeigt denen seine Tätigkeiten, was sie über das ganze Jahr für die Stadt Hohenems machen. Und auch die Wildburg und die Wiedenverbauung, die ja in Hohenems so sehr viele Tätigkeiten zu machen hat, hat eine Schaustellung gemacht, wo die Leute informiert werden, was ist wann zu tun, wenn irgendwas passiert. Wie wichtig ist es denn für die Blaulichtorganisationen der Bevölkerung, ihr Können zu zeigen? Es ist ganz wichtig für das, dass wir 365 Tage im Jahr immer auch in unserer Freizeit für die Leute da sind, dass sie mal uns im Hintergrund mal sehen können, was passiert im Hintergrund, wie läuft das hinter ihnen ab. Und es ist ganz wichtig, dass vielleicht auch der persönliche Kontakt entsteht, dass die Leute sehen, aha, das ist der Kommandant, der hat die Funktion, der hat diese Funktion. Und vor allem ist es ganz wichtig, dass sie sehen, dass die Blaulichtorganisationen und so wirklich eng miteinander zusammenarbeiten und nicht nur beim Sicherheitstag, sondern über das ganze Jahr.